Tag 2. Auf der Messe in Düsseldorf. Caravan Salon Düsseldorf 2018. Es gibt nur einen Stand, wo wir eine Drehgenehmigung haben. Und das ist bei Hümer. Genau, wir haben hier eine offizielle Drehgenehmigung. Und wir haben auch darum gebeten, dass man uns ein paar Fragen beantwortet. Und bekanntermaßen sind wir immer äußerst freundlich und unkritisch. Ja, aber Hümer hat gesagt, also sie haben jetzt hier keine Zeit dazu. Was ja okay ist, die Presseabteilung ist ja nicht so stark vertreten und alle beschäftigt. Aber man hat uns die Fragen schriftlich beantwortet und das wollen wir jetzt euch vortragen. Wir haben zwei Fahrzeuge im Auge. Eins haben wir schon gestern getestet. Das Video stellen wir jetzt dann auch gleich im Anschluss an. Das ist vielleicht ein kleiner Hümer-Blog. Und ein zweites Fahrzeug, das ganz neu von Hümer auf den Markt gekommen ist. Dieses Fahrzeug wollen wir jetzt dann später auch noch besichtigen und falls wir reinkommen, euch auch vorstellen. Muss ich noch was zu sagen? Nein, alles gesagt. Wunderbar. Mhm. Also, wenn ich immer alles richtig mache, das freut mich. So, da haben wir jetzt von Hümer den 678 CL. Ich weiß es nicht, was jetzt sehr anders ist. Wir haben hier DL, also Dynamic Line. Und CL wird dann Comfortline sein. Schauen wir, ob der komfortabler ist als unsere. Ja. Also, wie gesagt, wir haben die Fragen schriftlich eingereicht. Und meine erste Frage war an die Firma Hümer. Die Frage beantwortet jetzt die Ursi, stellvertretend für die Firma Hümer. Ja, ja? Genau, mache ich sehr gerne. Ja? Also freundlicher könnte es Hümer auch nicht beantworten. Ja? Die erste Frage von mir war, wie viele Wohnmobile produziert die Firma Hümer im Jahr? Also ich lese jetzt die Antwort einfach vor. Dazu kommunizieren die einzelnen Unternehmen der Erwin Hümer Group seit Mitte des Jahres keine Zahlen mehr an die Öffentlichkeit. Von der aktuellen Branchenentwicklung sowie der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnet der Caravaning Industrieverband Deutschland einen Anstieg an Neuzulassung von 22%. Profitiert wie die meisten anderen Hersteller auch die Hümer GmbH und Co. KG. Also muss man sich vorstellen, 22% von den gesamten Zuwächsen, die es die letzten Jahre gegeben hat, das ist schon erstaunlich. Ja. Was mich auch persönlich interessiert hätte, ist, wie teuer ist ein Wohnmobil, ein durchschnittlich ausgeliefertes Wohnmobil? Die Antwort? Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Modelle, teil- und vollintegriert, zahlreicher Grundrissvarianten, unterschiedlicher Basisfahrzeuge sowie Individualisierungsmöglichkeiten hinsichtlich Sonderausstattung sowie Editionsmodelle mit gutem Preispaket können wir hierzu keine valide Aussage treffen. Teilintegrierte Fahrzeuge ohne Sonderausstattung beginnen preislich bei 56.990 Euro, integrierte ohne Sonderausstattung bei 68.990 Euro und Campervans bei 41.490 Euro. Also eine überraschend informative Aussage, kürzer gefasst sozusagen, wir geben keine Auskunft. Ja, okay. Alle Geheimnisse werden sie auch nicht von sich geben. Ist doch ganz klar. Aber immerhin haben sie was dazu geschrieben. Natürlich, wir sind auch dankbar dafür. Also möchte man ausdrücklich sagen, ja. So, nächste Frage an die Firma, an die Erwin Hümer Group. Ja? Warum setzen Sie immer noch auf 3,5 Tonnen Fahrzeuge, wenn in den Foren allgemein diskutiert und besprochen wird, dass hier die 3,5 Tonnen bei vernünftiger Zuladung und auch bei dem Gewicht der Fahrzeuge nicht mehr realistisch ist? Antwort der Firma Hümer. Ah, ich muss da schauen wegen dem Licht. Für jüngere Reisemobilisten, die aufgrund der neuen Führerscheine keine Fahrzeuge über 3,5 Tonnen fahren dürfen, ist diese Grenze essentiell. Die Nachfrage nach Fahrzeugen unterhalb dieser Grenze ist nach wie vor ungebrochen. Hümer ist sich seiner Verantwortung den langjährigen Kunden gegenüber jedoch bewusst und verliert die Modelle außerhalb dieser Gewichtsklasse nicht aus den Augen.
Auch in diesem Bereich werden kontinuierlich Neuerungen präsentiert. Jawohl, sehr schön. Hümer bringt ja dieses Jahr ein ganz neues Modell heraus. Meine Frage an die Firma Hümer: Hat sich an dem Wandaufbau des ganz neuen Modells etwas Wesentliches verändert? Beziehungsweise was ist die Hauptveränderung an diesem neuen Modell, beziehungsweise die Hauptneuerung? Antwort der Firma Hümer. Oh, die ist etwas länger. Auf der Jahrespressekonferenz im Bad Walze präsentierte die Hümer GmbH und Co. KG im Mai erstmals das neueste Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Vans. Das Hümermobil B-Klasse Modern Comfort als integrierte und teilintegrierte Variante in den Grundrissen 580 und 680. Mit der Weiterentwicklung des patentierten Pual-Aufbaus stellt Hümer seinen Kunden auch weiterhin die führende Aufbautechnik der Branche bereit. Jetzt mit einer Innen- und Außenhaut aus Aluminium und verbesserter Schaumkompositionen sowie 100% holzfreier und kältebrückenfreier Konstruktion bietet das neue Hümer Pual 2.0 Aufbaukonzept höchste Stabilität und beste Isolationswerte. Aluminium an der Wandinnenseite sorgt für gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung. Zusätzlich bietet der Polyurethanschaum zahlreiche weitere Vorteile. Es ist unter anderem wasserabweisend, leicht und extrem langlebig. Der neue Pualaufbau ist mittlerweile bei neuen Modellen Standard. Alles verstanden? Ja, sonst nochmal das Video zurücklaufen lassen und dann kann man sich in Ruhe nochmal anhören. Wort für Wort, genau. Ja. Ja. Weitere Frage: Gibt es noch ein Statement der Firma Hümer, was wir an unsere Zuschauer ausrichten können, dürfen, sollen? Und diese Antwort darauf lautet: Hümer ist stets darauf bedacht, neue Modellreihen, Grundrisse und Produktionsspezifikationen an den Wünschen und der Nachfrage der Kunden zu orientieren. Der Dialog mit den Kunden ist eine wichtige Informationsquelle für Hümer, um sowohl die angebotenen Produkte als auch die Service stetig zu verbessern. Daher freut sich das Unternehmen über jegliches Feedback, über positive Rückmeldungen gleichermaßen wie über konstruktive Kritik. Schöne Antwort. Ja. Noch eine Frage an die Firma Hümer, habe ich schriftlich eingereicht. Was wir werden häufig angesprochen von Kunden der Firma Hümer wegen Mängel, die nach dem Kauf an ihrem Fahrzeug aufgetreten sind und die dann nicht zufriedenstellend vom Händler behoben werden. So ging es uns ja eigentlich auch. Was rät die Firma Hümer diesen Kunden, wie sie damit umgehen sollten? Antwort der Firma Hümer? Keine Antwort vorhanden. Ja, insoweit geben wir der Firma Hümer ein Feedback, ja, weil sie haben ja schon in der Frage davor beantwortet, dass sie über Feedback immer aufgeschlossen sind. Wir finden das erstens prima, Firma Hümer, dass wir trotz unserer teilweise kritischen Berichte hier Drehgenehmigung bekommen haben, dass wir freundlich kommuniziert haben, dass wir die meisten Antworten bekommen haben. Ja, also wir sind auch sehr positiv mit unserem Fahrzeug zufrieden und die kleinen Mängel, die haben wir ja dargestellt und dazu stehen wir auch, ja, und die waren auch nicht in Ordnung, ja. Aber das ist ja in der Zwischenzeit behoben worden und wir sind sehr glücklich mit unserem Hümer. Richtig, können das also nur weiterempfehlen. Hier ist ein sehr großer Stand. Und jetzt stellen wir noch einen Hümer vor, den wir gestern gedreht haben und suchen noch das neueste Modell und wollen euch das auch vorführen, vorstellen. Ja, sofern wir überhaupt rankommen. So, das wurde also den Zuschauern kommuniziert und insoweit gehen wir davon aus, wenn wir jetzt jemanden drauf haben, dass das dann auch für uns nicht so schlimm ist, oder?
Würde ich auch sagen, ja. Kommt ja in ein schönes Video rein. Ja. So, hier haben wir den neuesten Hümer, und zwar den Modern Comfort 580i. Der hat eine Länge von 6,99 Meter und kostet in der Ausstattung, in der er jetzt hier ausgestellt ist, 103.000. Man sieht schon, er ist angelehnt an das B588 Modell. Die Breite hier ist 2,29 Meter, also man hat auf die 222 von unserem Fahrzeug wieder 7 cm draufgelegt. Aber ist dann doch von den 235, die breitesten Wohnmobile haben, wieder abgegangen. Jetzt schauen wir da mal rein, falls wir reinkommen. Ich sehe schon, ein kleines Tischchen hat er, ja. Also er ist von der Ausstattung her ziemlich an den B588 angelehnt. So, ganz toll finde ich jetzt zum Beispiel schon mal hier die Garage nicht. Denn wie man das hier sehen kann, geht die Garagenboden nach innen verengt zu. Das heißt, wenn man Fahrräder einstellen will, fehlt unter Umständen mehr als diese 7 cm Platz, die das Wohnmobil jetzt breiter ist, als es vorher war. So schaut das Fahrzeug eigentlich ziemlich gleich aus. Das ist ein Mercedes-Chassis, ja, mit der Fahrerhaustür. Und hier dann seitlichen Laderaum, den ich bei unserem Fahrzeug eigentlich vermisse. Und da, sogar noch da unten hat er eine Klappe. Also immer wieder mal neue Technik bei Hümer. Und das hier ist der Gaskasten wahrscheinlich mit dem Gasauszug. Ja, das ist jetzt kein Auszug. Also Auszug ist aufpreispflichtig, so wie bei uns auch. Wo die Gasflaschen stehen hier nebeneinander drinnen. So etwas schlecht organisiert, wie wir gestern waren, sind wir in das neue Modell gestern nicht reingegangen. Da hätten wir genügend Möglichkeiten gehabt. Ja. Und sie hat es noch gesagt, muss ich sagen. Und Helle hat nicht gefolgt, wie so oft. Ja, ja. Tja, so ist halt, gell? Auf die Frauen. Auf Ossi hören ist man immer gut beraten. Naja, immer, aber meistens. Gut, dass du das etwas relativ hier haben wir dieses Modern Comfort Fahrzeug. Noch in der teilintegrierten Version, also auch 680er Aufbau. Das heißt, der dürfte gleich sein mit dem B588. Aber da schauen wir dann auch noch rein. Wie ihr sehen könnt, da ist jede Menge los. Das Fahrzeug kommt also offensichtlich, hat die Neugierde der Besucher geweckt. Gut, Daimler auf Basisfahrzeug ist ja auch sicherlich keine schlechte Alternative zum Fiat Ducato. Okay, ja. So, nach mehreren Anläufen haben wir es jetzt endlich geschafft. Wir sehen hier das wunderschöne Mercedes-Lenkrad, das wirklich Multifunktion in jeder Variante hat. Ein super breites Navi. Und es sieht alles im integrierten Motion MC. Also im MC 580 sieht sehr schön aus, das Cockpit. Das gefällt mir sehr gut. Hier Mercedes Armaturen und also dieses Display hier, das ist schon gigantisch groß. Sehr, sehr ordentlich gemacht. Ein Multifunktionslenkrad. Das Multifunktion in so ziemlich jeder Variante hat. Also vermutlich kann man sogar die Navigation damit bedienen. Aber Hümer und die Tische. Also wenn ich mir jetzt diesen Tisch wieder anschaue und jetzt auch schon auf der Messe bei vielen anderen Fahrzeugen war, da muss ich sagen, das ist also unerklärlich, warum Hümer nicht in der Lage ist, einen Tisch zu bauen, der wirklich auch vergrößerbar ist, wo also gut gegessen werden kann, auch für 4 oder 5 Personen. Denn für 4 Personen ist das Fahrzeug mindestens ausgelegt. Wir haben nämlich da oben noch ein Hubbett und der Fernseher ist hier untergebracht, das ist okay, aber meines Erachtens nicht die optimale Position. Ja, schaut hier, weil hier die Küche ist. Da haben wir die Küche, die ist halt so gleich mit 588.
Und da haben wir diese Küchenklappe. Wickelt die auf? Braucht man Beschreibung. Okay. Aber sie geht sicherlich auf. Ja, bestimmt. Ich krieg sie bloß so, machen wir die Schubladen. Da haben wir nur große Schubladen. Ja, also auch das sehe ich als Nachteil an, weil man immer nebendran stehen muss, wenn man da was rausholen will. Also schmalere Schubladen und dafür zwei ist meines Erachtens wesentlich komfortabler. Wir haben hier den Domedi-Kühlschrank. Da ist ein großer Kühlschrank. Das ist ein Treffort. Ein Tedford. Ein Tedford, ja. Tedford-Kühlschrank. Lässt sich das Eisfach auch einzeln schalten? Nein, das ist ja integriert. Ja, das kann er innen in der Schalter haben. Ach so, okay, ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es ist ein riesengroßer Kühlschrank. Und unten haben wir noch die kleine Klappe, wo man Lebensmittel unterbringen kann, jawohl. Sonstiges. Dann haben wir hier ein kleiner Schrank. Schmaler Schrank, ja. Der auch sehr wichtig ist, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben. Und dann haben wir hier die Toilette. Als Bad, als Raumbad, wie es eben im 588, in B588 auch der Fall ist. Und die Toilette, also es ist ein Raumbad, wer das haben möchte, ist es sehr gut. Ja. Hat gegenüber einem Einzelbad natürlich große Vorteile, weil man einfach mehr Platz im Badezimmer hat. Hier haben wir die seitlichen Schränke. Ja, da ist die Trittstufe. Insoweit kann man da nicht so genau reinschauen. Ja, also hier das Mittelteil kann man ja wieder wegmachen. Ja. So, dann haben wir hier das Einzelbett. Und also wir konnten jetzt hier natürlich nur einen kleinen Überblick von diesem MC-Fahrzeug machen, was ganz neu auf dem Markt ist und an dem sich die Leute drängen. Wir haben jetzt gerade einen glücklichen Moment erwischt, wo wir überhaupt noch reingekommen sind. Ja, also und wenn man sieht, hinter uns ist schon wieder eine Schlange. Ja, also die Fahrzeugvorstellungen schon durch. Dann erreichen uns natürlich noch ein paar Anfragen auf Facebook und unter anderem eine Anfrage vom Lutz, einen Zuschauer und Abonnenten und Kommentierer der ersten Stunde. Und Lutz, wir wollen natürlich deinen Wunsch jetzt noch erfüllen, zumal wir eh gerade noch in der Hümerhalle sind und wir suchen nach den MLI 620 und werden den auch vorstellen. Ja? Immer nur, sofern wir überhaupt an das Fahrzeug rankommen. Und ihn finden. Ja. Und er da steht. Ja, da werden wir uns jetzt auf die Suche machen. Und wenn wir ihn finden, dann stellen wir ihn dir vor. Genau. Also Lutz, den MLI 620 gibt es nicht mehr. Der wird gar nicht mehr produziert. Was noch produziert wird, ist der MLT als Teilintegrierter 620. Aber der ist nicht auf der Messe. Tut uns leid, können wir dir leider nicht zeigen. So, Hümer ist erledigt. Das war unser kleines Video zu Hümer vom Caravan-Salon. Was ist, stimmt's? Ja. Nochmal ausdrücklich, wir sind froh, dass wir hier drehen durften. Wir stehen zur Marke Hümer, wir stehen auch zu unserem Fahrzeug und die Grundrisse sind toll. Also was ich beim Hümer immer wieder feststelle, ist, das Fenster im Schlafzimmer ist ganz am Kopf, was nicht zu unterschätzen ist. Gut, vielleicht mögen manche anderer Meinung sein als ich. Also ich schätze es sehr, dass mein Kopf am Fenster liegt. Wenn ich aufwache, weil ich irgendwas höre, zum Beispiel ein Geräusch, dann mache ich nur die Augen auf und sehe raus, ob irgendwas ist oder nicht. Wenn das Fenster weiter vorne ist, muss man immer erst aufstehen oder nach vorne krabbeln, bis man rausschauen kann. Das halte ich für einen Nachteil. Und der ist relevant, der Nachteil, weil wir eben sehr viel frei stehen. Da kommen Autos an die Parkplätze herangefahren, also haben wir alles schon gehabt. Und dann will man sehen, was da außen vor sich geht. Gell, Ossi? Ja, für uns ist wichtig, für andere weniger. Das ja, wollen wir hier, brauchen wir hier jetzt gar nicht großartig thematisieren. Ich mache das nur zum Thema, weil man oft, wenn man sich was kauft, auf Details nicht achtet. Ja. Und ich halte das für ein wichtiges, relevantes Detail. Nur deswegen. Also, Hümer war empfehlenswert, Hümer war schön. Wir verabschieden uns mit Eindrücken der Firma Hümer erstmal vom Caravan-Salon 2018. Natürlich kommt noch ein weiteres Video dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch.
das Übliche halt, ja. Schreibt uns einen netten Kommentar, abonniert uns und denkt an unsere Facebook-Gruppe. Das ist zwar noch eine kleine, eine sehr kleine Community, aber sie wächst. Sie wächst und es ist nett, sich da drinnen auszutauschen. Wir haben auch einige Hinweise gekriegt, was wir anschauen sollten aus der Community. Und ich hoffe, die Auflagen oder die Wünsche haben wir alle befriedigt. Also, ja. Wir gehen jetzt noch ein bisschen rum und fangen noch ein paar Impressionen ein, würde ich sagen. Oder machen wir dann noch ein Abschlussvideo. Ja, oder so. Irgendwie, ja. Irgendwie. Also, für heute ist auf jeden Fall Schluss. Genau. Ciao. Tschüss.